Ja, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Florian Bauhuber. Das bin ich. Ich bin ein digitaler Einwanderer. Wer von euch kann diesen Zusammenhang noch herstellen? Okay, so knapp die Hälfte. Früher hat man Stifte benutzt, um Kassetten, die das Band verloren gegangen ist, wieder zurückzuführen oder weiter zu spulen oder wie auch immer. Ich komme aus dieser Zeit. Heute habe ich keine Angst, wenn meine Kassette aus dem Ruder läuft, dass ich keinen Stift dabei habe. Heute sind das meine drei größten Ängste, mit denen ich lebe. Wem geht's da ähnlich? Ja, da gehen mehr Finger nach oben, okay. Die Ängste der Neuzeit, kein Akku, kein Netz, eine Seite lädt ewig und kommt nicht zu Ende. Ich bin als digitaler Einwanderer heute, glaube ich, ein digitaler Leader geworden. Digitale Leader sind die Grundvoraussetzung für Wandel, für Veränderung. Und wenn man sich die Zahlen aber anschaut, die Akteure erheben im Markt, und ich habe dafür eine Zahl dabei, die der Netzökonom Holger Schmidt online gestellt hat oder aus einer Studie entnommen hat, es sind nur 7% der deutschen Manager digitale Leader. Und ich glaube, es sieht in anderen Ländern auch nicht anders aus, wenn man Richtung Österreich, Richtung Schweiz geht, aber auch im europäischen Vergleich. Wir haben nur einen kleinen Anteil digitaler Leader, die sich mit Digitalisierung so tief beschäftigen, dass sie tatsächlich als digitale Leader bezeichnet werden können. Diese Zahl stammt aus einer Studie von CRISP Research aus dem Jahr 2015. Und die, wenn man auf diese Grafik oder auf diese Studie schaut, dann wird es deutlich, dass digitale Leader eines von den Nicht-Leadern unterscheidet, und das ist tatsächlich das digitale Mindset, und zwar das Mindset über 50%. Das heißt, die digitalen Leader nutzen die Digitalisierung nicht nur tatsächlich in ihrem beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten und leben die digitale Welt. Und danach hat CRISP Research die digitalen Leader definiert, Digitalisierung tatsächlich zu leben und nicht nur beruflich machen zu müssen. Warum sind es nur 7%? Das erste Problem, das ich sehe, ist, dass wir uns nach wie vor in einer Gesellschaft befinden, in der wir es mit extrem vielen digital Mithaltenden und digitalen Außenseitern zu tun haben und nach wie vor wir nur auf die Gesamtbevölkerung betrachtet mit 31% digitalen Vorreitern reden. 2/3 der deutschen Gesellschaft hängt der Digitalisierung hinterher. Das zweite große Problem, das ich sehe, ist, dass die Selbsteinschätzung ist, hey, ich bin ein digitaler Leader, ja, ich kenne mich ja aus mit dieser digitalen Welt. Das Problem aber ist, dass die Fremdeinschätzung ganz anders ausschaut. Viele halten sich, wenn sie in der Führung irgendwo tätig sind, für digital kompetent. Aber wenn man dann ihre Kollegen fragt, und das hat diese Studie gemacht, die Digital Leadership Fähigkeiten von Führungskräften, da sieht man, dass die Einschätzung zwischen wie digital kompetent bin ich von der Führungskraft selbst im Vergleich zu dem, was die Kollegen dieser Führungskraft über die Führungskraft sagen, sehr variiert. Ja. Aber um heute eben als Unternehmen erfolgreich zu sein im Wettbewerb, ist es notwendig, digital zu führen, und am Ende des Tages braucht es eben digitale Leader mit einer gelebten digitalen Führungskultur. Auch im Vorlauf gab es einige Diskussionen dazu in Facebook, was ist denn überhaupt eine digitale Führungskultur? Ja, was unterscheidet das von einer Innovationskultur? Ich glaube nicht viel. Im Moment ist digitale Führungskultur
Innovationskultur oder Innovationskultur, die digitale Führungskultur, weil die zentralen Innovationen im digitalen Bereich passieren. Wir erleben sehr oft in unserer Beratung, wenn wir draußen unterwegs sind, wir arbeiten da mit einem Ringmodell, heißt es, mit einem strategischen Modell in der Beratung. Und wenn wir uns da ja, mit den Akteuren beschäftigen, mit der Organisationsstrukturen beschäftigen, dann kommt es immer wieder auf das Gleiche, auf den Faktor Mensch und die Haltung, die der Mensch an den Tag legt. Um digital erfolgreich zu sein in den äußeren Ringen, ja, um digital erfolgreich zu sein in der Ansprache, in der Kommunikation mit dem Gast, braucht es eine dementsprechende Haltung im Kern der Unternehmung, im Kern der Organisation. Diese Haltung muss konsequent sein, diese Haltung muss zur Marke passen, diese Haltung, ja, muss gelebt werden. Was ist Haltung? Haltung sind die Werte, die eine Organisation in sich trägt, und Haltung sind auch die Werte, die die Akteure in der Organisation in sich tragen. Ich habe im Vorlauf zu meinem Vortrag in Facebook meinen Social Graph gefragt, was ist denn für euch digitale Führungskultur? Und ich habe den Akteuren auch versprochen, sie auch mit auf die Bühne zu bringen und zu zeigen, was sie denn als Antworten gegeben haben, was für sie digitale Führungskultur ist und was digitale Führungskultur ausmacht. Michi Buller vom VER sagt, Neugier und Flexibilität, auch sein eigenes Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Nicole Sennewald sagt, Führung sollte Visionen vermitteln, begeistern und vertrauen. Manuel Gliese von Innovation Norway sagt, ein höchstes Maß an Offenheit. Tanja Neumann, auch Mut zur Fehlertoleranz. Imke, Humor und Diplomatie. Imke, ich habe dir irgendwo sitzen sehen. Humor und Diplomatie. Ich habe das mal versucht, auch tatsächlich auf die Werte und auf die Wertebene zu bringen und tatsächlich dahinter zu schauen, was heißt es denn auf der Wertebene. Als Person und letztendlich auch als Marke. Und wenn man sich das mal am Beispiel der Limbic Map, das ist ein Modell, das ich sehr gern verwende, um Unternehmen zu positionieren oder gleichzeitig auch Menschen einzuordnen. Und in diesem Modell, das ist von der Gruppe Nymphenburg, ein Neuromarketing-Modell, wo die Werte auf Basis von Gehirnströmen gemessen wurden, in diesem Modell kann man sehr, sehr gut eben auch Werte verorten und am Ende des Tages auch die digitale Innovationskultur verorten. Wenn wir uns jetzt mal wieder diese Statements anschauen, dann kann man zu diesen Statements sehr gut Werte aus der Limbic Map zuordnen. Zum Statement von Michi, Neugier, Flexibilität, Nicole, Spaß, Manuel, Offenheit, Tanja, Mut und Toleranz, Imke, Humor. Und wenn man diese Werte jetzt auf der Limbic Map verortet, dann wird ein relativ klares Bild offensichtlich. Auch mit einer sehr klaren Positionierung. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ui, das war jetzt aber ein Schnellschuss, einfach aus Facebook-Kommentaren das abzuleiten und zu schauen, was macht denn digitale Führungskultur aus. Ja, ah, das kann schon sein, dass das ein Schnellschuss war, aber ich glaube, dass das nicht nur in meinem Social Graph als relevant empfunden wird, sondern dass das auch bei den unterschiedlichsten Akteuren so empfunden wird. Wer digitaler Leader sein will, muss diese Werte in sich tragen und muss sie am Ende des Tages leben. Wenn man sich anschaut, wie die großen Player agieren, wie Google, Facebook und Co. agieren, das ist ein Pressebericht, ein Pressestatement zu der Personalpolitik von Google. Und da sieht man sehr deutlich, viele Unternehmen laden die leistungsstärksten Bewerber gar nicht zum Vorstellungsgespräch ein. Google hat herausgefunden, was bei der Personalauswahl schiefläuft. Die suchen ganz explizit genau die Menschen mit diesen Werten. Das ist ein Statement von Laszlo Bock,
der ganz klar sagt, wir brauchen Leute, denen es Spaß macht, Lösungen für unbeantwortete Fragen zu finden. Ja? Nicht die, die performen, die optimieren, die diszipliniert an einer Sache arbeiten, sondern die suchen wirklich Menschen, die mit Spaß und Leidenschaft an ihre Sachen rangehen. Eigentlich ziemlich genau dieses Bild, das am Ende des Tages auch die kurze Umfrage in meinem Social Graph ergeben hat. Wenn man das auf Menschen überträgt, dann sind es nicht die Performer, nicht die Disziplinierten, nicht die Traditionalisten. Ja. Man kann da eine schöne Linie durchziehen, sondern digitale Leader sind auf der anderen Seite. Das sind bestimmte Menschen, die einen bestimmten Typus in sich tragen. Ja. Was ist jetzt unser Problem im Tourismus, aber auch darüber hinaus? Wir haben in den, viele der heutigen Führungskräfte sind in der Zeit sozialisiert worden für ihren Job, wo andere Werte relevant waren, wo andere Werte als relevante Führungskompetenzen genannt wurden. Und die stehen vor allem rechts und rechts unten. Ruhm, Leistung, Fleiß, Gehorsamkeit, Pflicht, Sicherheit. Je nachdem, welchen Branchenbereich wir sind, sind wir rechts unten in irgendeinem Feld angesiedelt. Und so wurden wir sozialisiert als heutige Führungskraft. Wer ist denn von euch eine Führungskraft? Wer schimpft sich denn selbst Führungskraft? Okay, ja, so die Hälfte. Ja, ich glaube, vielen geht es genauso. Wenn die Maßstäbe, die angelegt werden an ihren Job, von ihren Stakeholdern, dann sind es sehr oft diese Werte, die da rechts unten stehen. Das ist wichtig. Aber die anderen Werte sind es nicht. Und da sind wir beim Problem. Ich erzähle jetzt gern von einem praktischen Beispiel, das wir selbst durchlebt haben. Wir haben uns früher zu Anfang unserer eigenen Zeit auch sehr stark mit den Werten rechts unten beschäftigt. Haben versucht zu performen, haben versucht Leistung zu liefern, haben versucht am Ende des Tages mit diesen Führungsprinzipien auch ranzugehen an unsere Mitarbeiter, an unsere Kollegen. Und wir haben alle Innovationsfähigkeit, alles getötet, was wir irgendwie töten konnten. Und deswegen haben wir vor 3 Jahren einen massiven Transformationsprozess eingeleitet. Wir haben bei uns in der Firma komplett umgestellt. Wir haben die Werte komplett neu klar gezogen für uns. Wer wollen wir sein? Was wollen wir sein? Das sind zufälligerweise unsere Werte, für die Tourismus Zukunft steht. Wir haben aber nicht vorher, ich habe nicht vorher den Vortrag gemacht und habe dann gesagt, liebe Kollegen, wir brauchen diese Werte, ja, sondern es war andersrum. Ja. Also wir haben selber bei uns durchlaufen, für was wollen wir stehen, was wollen wir sein, was wollen wir repräsentieren und gehen genau mit diesen Werten jetzt nach draußen in der Kommunikation, aber auch nach innen natürlich an uns selbst. Das heißt, wir achten bei unseren Kollegen gar nicht drauf, was die Kollegen können, was sie inhaltlich machen, wie sie performen, sondern wir achten ganz stark, welche Werte unsere Kollegen in sich tragen, um am Ende des Tages auch digitale Leader sein zu können. Was heißt, wir achten darauf? Wir haben ein dreistufiges Verfahren, wo wir, bevor ein neuer Netzwerkpartner zu uns ins Team kommt und bei uns mitarbeiten darf, wo wir überprüfen, versuchen zu checken, ob der am Ende des Tages auch die Werte in sich trägt. Das sind 2 verschiedene Persönlichkeitstests, die derjenige macht. Es gibt 2 Gespräche mit mir, die mindestens 2 Stunden gehen. 2 Teammitglieder haben lange Gespräche mit dem neuen Teammitglied und schauen, ist er denn tatsächlich so, ist er ein digitaler Leader. Dann gibt es ein Hangout mit dem kompletten Team. Und dann, das ist vielleicht das Absurdeste für viele, ich tauche ganz extrem in die private Welt ein. Das heißt, ich besuche unsere neuen Netzwerkpartner zu Hause, schaue mir an, wie lebt der. Und da wird sofort ersichtlich, ob der offen ist oder ob er sofort sagt, was? Du willst zu mir nach Hause kommen?
Da werden die Werte sehr schnell sehr transparent. Und ja, was dahinter steht, ist, wenn ich mich mit Innovationen beschäftigen will und wenn ich ein digitaler Leader sein will, dann kann ich das nur übers HR tun, nur über Human Resources, nur über die Menschen, die ich am Ende des Tages als Ressourcen zur Verfügung habe, die dann für die Innovationen, für die digitale Leadership sorgen. Genau, wir achten auch überhaupt nicht drauf, was die machen, sondern vertrauen darauf, dass ihre Werte Spaß und Vertrauen am Ende des Tages auch rauskommen, gelebt werden. Wir achten auch, also dadurch entstehen auch Innovationen ganz von alleine, wie jetzt zum Beispiel die Katharina Fischer, die hat ein Videosummit, einen internationalen Videokongress auf die Beine gestellt. Mich interessiert Video überhaupt nicht. Wenn ich als Leader irgendwie gesagt hätte, wir müssten das Thema Video, das ist total wichtig, ich glaube, ich hätte niemand dafür begeistern können, weil ich ja nicht hinter dem Thema stehe. Meine Kollegin, die selber intrinsisch getrieben ist, die treibt das Thema, ja, ohne dass ich da irgendwas kontrollieren muss, geschweige denn vorgeben muss. Basti, ein weiteres Beispiel, hat eine E-Learning-Plattform für Destinationen entwickelt. Für mich ist E-Learning ein böhmisches Dorf, interessiert mich null, ja, aber die Innovationen entstehen von den Kollegen aus ihnen heraus, ja. Oder noch ein Beispiel, Michael hat eine Tourismusakademie auf die Beine gestellt, einfach weil er es als notwendig empfunden hat, also eine Weiterbildungsinstanz. Das kommt ganz stark von den Akteuren selbst, ohne dass das hoheitlich gesteuert werden muss. Ohne Hierarchie, ohne Disziplin, ohne Kontrolle, sondern wirklich von innen heraus. Und natürlich passieren da Fehler. Ja? Natürlich wird da am Ende des Tages, werden da Fehler produziert, aber das ist ja vollkommen wurscht. Ja? Toleranz ist an der Stelle alles. Wenn ich digitale Führungskultur einfordere, dann muss ich auch damit leben, dass am Ende des Tages Fehler passieren. Und aus diesen Fehlern, das hat Oscar Wilde schon gesagt, Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben. Daraus entstehen dann wieder ganz konkrete Erfahrungen, mit denen man weitere digitale Innovationen angehen kann. Jetzt sagen viele von euch vielleicht, ja, das funktioniert ja bei euch, weil ihr so ein kleines Team habt und nicht so strukturell eingebettet seid und das kann ja bei uns nicht passieren, wir sind ja da in ein Geflecht eingebunden. Ich glaube nur bedingt, dass das richtig ist. Ja, natürlich gibt es strukturelle Rahmenbedingungen, aber es gibt auch Beispiele in der Branche, die gezeigt haben, dass es auch funktioniert. Solche Kulturen auf die Beine zu stellen und mit solchen Kulturen erfolgreich zu agieren. Ich habe drei Kunden von uns mit dabei, Motel One, Price Hotel und Upstalsboom, die extrem flache Hierarchien haben für die Hotellerie, die es geschafft haben, ihren Mitarbeitern so viel Freiraum einzuräumen, dass die Fehler machen dürfen. Die haben vieles von diesen Werten, die ich vorher skizziert habe, leben die in ihren Organisationen konsequent, obwohl es, ja, ich sage jetzt einmal, die klassische, traditionelle Hotellerie ist und obwohl dort auch Führungspersönlichkeiten am Werk sind, die in der alten Zeit sozialisiert wurden. Und es geht trotzdem und es geht sehr gut und es sind die Akteure, die am Ende des Tages auch die Branche verändern. Ja. Wenn man in der Hotellerie über innovative Unternehmen spricht, dann werden diese drei kontinuierlich genannt. Entschuldigung. Es geht nicht um die Technik an sich. Das ist die Haupterkenntnis. Es geht nicht um die Technik an sich, ohne die Menschen dahinter, die das leben wollen, leben können und die Möglichkeiten der Technik auch sehen, funktioniert das nicht. Ein anderes Beispiel ist Trivago. Das, vielleicht hat es der ein oder andere gelesen. Trivago wächst unglaublich schnell. Und hat es aber trotzdem geschafft, innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Mitarbeiter auch in das Team zu integrieren, auch mit extrem flachen Hierarchien und mit einer sehr guten Innovationskultur.
weil sie auf die Menschen achten, ja? Weil sie auf die Leute achten, die ins Team kommen und einen starken Fokus auf HR legen und nicht den Fokus auf das, was die Menschen können. Ja? Das entwickelt sich sowieso dann im Arbeitsalltag heraus. Komischerweise habe ich lange überlegt, gibt es irgendwelche Tourismusregionen, die ich da als gutes Beispiel oder Destinationen, die ich als gutes Beispiel hinschreiben könnte. Und da habe ich mich schwer getan, ehrlich gesagt. Ich glaube, an der Stelle haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ja. Es gibt sicher so ein, zwei schöne Beispiele, ihr habt Imke vorher schon genannt. Mit Ostfriesland, wo Oliver Knagge irgendwie total viel Freiheit gegeben wird und dann kommen solche Geschichten raus wie Ostfriesland Second als Parodie auf das niederländische Trump-Video, das mehrere zig Millionen Mal in Facebook abgebildet wird, aber so wirkliche Organisationen, wo man sagen kann, okay, da sind die Hierarchien extrem flach, da ist eine gelebte Innovationskultur, wo wirklich die Mitarbeiter tatsächlich nach Werten ausgesucht werden und nicht nach, was können sie, was haben sie schon gemacht oder mit wem ist der verwandt, jetzt bin ich ein bisschen böse, ja. An der Stelle, glaube ich, gibt's durchaus noch einen Handlungsbedarf. Mir fällt da immer diese wunderschöne Grafik ein, die beschreibt es immer ganz schön. Viele schreien nach Wandel, ja, und wollen den Wandel und wollen die Veränderung. Wenn es aber dann darum geht, tatsächlich sich zu verändern, dann ist relativ schnell, vor allem bei den eigenen Persönlichkeiten, sehr schnell eine Grenze erreicht. Und das ist auch ganz normal. Ich verurteile das auch gar nicht. Warum? Hinter diesen Werten stehen körperliche Funktionen. Diese Limbic Map ist eine Karte der übersetzten Neurotransmitter, also der körperlichen Voraussetzungen von Menschen. Man kann seine Werte nur bedingt ändern, ja, auch wenn man gern innovativ sein will und offen und neugierig und was auch immer. Man kann es nicht wirklich, wenn der Körper es nicht zulässt. Ja. Dementsprechend macht euch da auch nicht unbedingt einen Kopf drüber, sondern hinterfragt euch lieber, was ist eure Strategie mit der Organisation. Muss ich denn überhaupt innovativ sein? Ja. Und wenn ja, wenn ich als Organisation, als Destination, als Akteur ein digitaler Leader sein will, dann muss ich auch dementsprechend an den Human Resources arbeiten, mit der Einschränkung, dass ich nur bedingt an den Ressourcen arbeiten kann. Also, es ist eine Frage der Strategie. Es ist eine Frage, wo will ich hin? Wo will ich hin mit meiner Organisation? Wo will ich hin mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen? Ich muss nicht unbedingt ein digitaler Leader sein. Ich muss nicht am Ende des Tages zu den digital führenden Destinationen, Hotelketten, wie auch immer gehören. Aber ich muss konsequent meine Marke, meine Identität leben. Wenn ich aber digital führend sein will, dann heißt es in der Konsequenz auch tatsächlich die Human Resources in diese Richtung zu entwickeln. Gar nicht kompetenzgetrieben, sondern wertgetrieben. Herzlichen Dank.